Hallo und herzlich willkommen zurück zu Expeditions, a Mudrunner Game. Ja, wir sind in Arizona stehen geblieben. Und zwar nicht bei der freien Fahrt, sondern bei den Schutzmaßnahmen. In dieser Region gibt es ein einzigartiges Gebäude. Es wurde vor langer Zeit gebaut und verfällt jetzt allmählich. Wir wollen es so lange wie möglich erhalten und zu einer Touristenattraktion machen. Beginnen wir damit, das Wetter genauer zu beobachten, damit wir Zeit haben zu reagieren. Danke, ich darf den Offroad-Truck fahren. Vielen, vielen Dank. Okay, und wir brauchen einen Mechaniker und zwei tragbare Wetterstationen. Achso, ich dachte gerade, wir kriegen nur 700 dafür. Ich wollte schon sagen, aber wir kriegen 4.900. Gut. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Aber wir nehmen jetzt erstmal den Mechaniker, den netten Mike Nixon. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den schon hatten. Mike, ein Bergsteigerlehrer aus Utah, arbeitet nebenbei als Mechaniker, um genug Geld für den Truck seiner Träume zu sparen. Sehr sympathisch. Wenn man ein Problem nicht mit einer guten Winde lösen kann, braucht man einfach ein längeres Kabel. Ja. Ich verstehe noch nicht so ganz. Truck minus 30% Schaden außer Räder. Sind das seine passiven Merkmale? Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Plus 5% Nachschublimit. Plus 10% Ersatzradius. Was ist ein Ersatzradius? Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall um den Bodenanker. Wir nehmen ihn erstmal mit. Ich habe mir das jetzt noch nie so intensiv angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also, Offroad und zwei Wetterstationen brauchen wir. Dann nehmen wir doch den, den wir so schön aufgebaut haben hier. Und unser Baby muss noch zwei Wetterstationen mitnehmen. Ja, komm. Zwei Wetterstationen. Und wir sind ja nicht blöd. Wir nehmen uns natürlich einen Bodenanker und eine Stellschraube mit, beziehungsweise zwei. Und Benzin würde ich auch direkt mal mitnehmen für alle Fälle. Also Ersatzkanister. Nee, ausgewählt haben wir schon. Ja. Dann muss ich jetzt erstmal überlegen, wo wir jetzt eigentlich hin müssen, weil das sehe ich nämlich hier. Ach doch, hier unten ist das, glaube ich. Ja, dann gehen wir zu dem Außenposten. Weil das Problem war ja, dass das nicht immer der Außenposten war, wo wir hin müssen. Von der. Hier haben wir so gar nichts, ne? Von der Umgebung her, das wollte ich sagen. Hier sind erstmals, was ist denn das hier? Dollar? Kernprobleme? Ach, das sind hier oben die Aufträge. Ja, okay. Die werde ich jetzt aber mal eben kurz freischalten und dann werden wir uns, denke ich mal, so ungefähr auf diesen Weg dahin begeben. So, das ist zum Bauen. Sind die beiden denn jetzt? Ach, da hinten. Da ist ein gelbes. Baumodule, da wollen wir eigentlich hin. So, das ist eine Aufgabe. Ach so, die andere, da muss ich dann links um den Berg rum. Ich hoffe, das geht jetzt da nicht runter. Weil dann mache ich das natürlich jetzt nicht mal eben auf dem Weg. Ah ja, doch, da kann man normal rumfahren. Und hier vorne ist auch die Aufgabe, die wir. Also Aufgabe, ne? Doch, Aufgabe. So. Dann davor sind noch die Kernprobleme. Zwischen sein. Sehe ich doch richtig, oder? Da stehe ich fast drauf. Ist das jetzt hier links, das, wo ich drüber gefahren bin? Oder wird das ein bisschen tiefer gemacht? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das ist nur Baumodul. Ja, keine Ahnung. Kann ich hier noch mal eben meinen Tank auffüllen? Das wäre ganz gut. So. Ja, alles gut.
Moment, halt, stopp. Wieso habe ich hier 50 von 100? Haha. Wunderbar, dann haben wir den nämlich auch aufgetankt. Ob wir das brauchen, keine Ahnung, aber ich sag mal, ne? Nach meinem Problemchen ist es mir ehrlich gesagt lieber, da auch mal alles voll zu tanken. So. Achso, da kommen wir gar nicht so einfach rum. Da müssen wir doch hier rum. Nein, nein, nein. Das war die falsche Richtung. Nein. Ich darf nicht zurückgucken und dann... noch ein bisschen so. Ich kann sowas nicht, wenn ich zurückgucke. Ich kann... Oh, nee, ne? Dein Ernst jetzt? Dein fucking Ernst, dass ich jetzt an so einem dämlichen Steinchen hier festhänge? Komm, fahr jetzt da drüber. Alter. Jetzt weiß ich, warum ihr mir zuschaut. Weil ihr wissen wollt, wie sehr ich mich darüber aufrege, wenn man an kleinen Steinen hängt. Auf jeden Fall die Strecke, weil da hinten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich... Och nein, komm, ist das schon wieder ein Steinchen? Ja, es ist schon wieder ein Steinchen. Irgendwie. Natürlich, was auch sonst. So, können wir jetzt endlich mal den Berg fahren? Räumt doch mal die Steine hier weg, Leute. Wie, keine sichtbaren Windepunkte. Da oben ist doch ein Baum. Achso, ich habe auch gar keinen, sehe ich ja jetzt erst. Boah, der schafft das auch ohne Baum. Der ist super. So, mach mal wieder aus, um ein bisschen zu sparen hier. Obwohl, wir haben so viel. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt ausschalten müssen, weil der fährt sich dann so scheiße, wenn er ausgeschaltet ist. Also der Allrad ausgeschaltet ist, nicht der Wagen. Hochfahren. Hätten wir direkt runterfahren können. Ah. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, bevor ich jetzt da irgendwie runterknall und das Auto dann beschädigt ist und so. Ne? Ich freue mich übrigens auch darüber. So, entschuldigt den kurzen Cut. Da ist man so schön konzentriert am Fahren. Und dann klingelt es. Achso, hat er nicht angenommen. Und dann klingelt es auf einmal an der Tür. So. Wo müssen wir jetzt rum? Moment. Das sieht nach einer Gabelung aus. Entscheide selbst, wohin du zuerst fahren willst. Erste tragbare Wetterstation aufstellen. Zweite aufstellen. Schau dir den Turm an. Also, ich nehme mal an, dass wir jetzt in zwei. Ja. Moment, das ist der Turm wahrscheinlich. Steht nur Schutzmaßnahmen. Na gut. Wo fahren wir als erstes hin? Ne, das hier ist der Turm. Ah, man kann es gut erkennen. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren... Ich bin jetzt hier schon runtergefahren, ne? Das ist auch doof. Ne, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt als erstes hier weiter. Schalten das da noch frei. Und... Ach, das ist noch ein ganzes Stück da hoch. Oh, okay. Wie kommt man denn dann hier hoch? Ach, das müssen wir auch noch rausfinden. Oh je, oh je. Ja, wir gucken mal, ob wir da irgendwie hochkommen. Oh mein Gott. Okay. Wo fährst du hin? Du willst nicht ins Loch reinfahren? Oh mein Gott. Das wird noch eine längere Folge heute, glaube ich. Nicht ausbrechen, einfach nur weiterfahren. Es ist hier hoch. Okay.
Wobei ich dazu sagen muss, auf der Karte finde ich, sieht das dann immer so weit aus und tatsächlich ist das nicht unbedingt so weit. Also ich da hochkomme. Ich meine, mein Truck ist gut, mein Truck ist toll, der schafft das. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Truck. Enttäusch mich nicht. Das ist hier 1A, fährt der hier einfach so drüber. Das ist genial. Deswegen fahre ich nämlich keinen Scout. Deswegen fahre ich lieber den hier. Komme ich hier durch? Das ist jetzt die große Frage. Oh mein Gott. Ich muss da hinten hinkommen. Das sieht aber doch sehr eng hier aus. Wobei das tatsächlich da breiter aussieht als da. Aber hier ist es offener. Wenn ich das richtig sehe. Hier ist ein bisschen offener. Versuchen wir es mal da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, wenn der jetzt hier irgendwo einen Abflug macht, ne? Dann raste ich aus. Du bist doch mein Schätzchen, du schaffst das. So, das ist hier oben. Da können wir... Da müssen wir das Ding aufstellen, denke ich mal. Wir haben ja nur die zwei Plätze zum Aufstellen. Oh, stehen hier. Ach, wir müssen es nicht ausstellen, sondern ausliefern. Okay, der stellt das automatisch auf. Aber ich finde das ziemlich cool auch immer mit diesen Zwischensequenzen und so. Kann ich das eigentlich direkt machen? Nee, ich muss hier reingehen und dann muss ich P drücken. Ich würde nämlich gerne... Ich finde das Motiv nämlich gerade sehr schön. Wenn man von hier guckt, sieht das aus wie so ein kleines Modellauto irgendwie. Aber wenn man, wenn man so fährt... Ja gut, es sieht auch ein bisschen aus. Okay, das muss man... Aber halt, wie, ist schon sehr gut gemacht. Also von der Grafik her kann man wirklich nicht meckern. So, jetzt müssen wir aber trotzdem mal kurz gucken, was wir da jetzt eigentlich machen. Also, zum einen... Haben wir das jetzt hier irgendwie gar nicht gemacht? Fällt mir gerade so auf. Das habe ich nicht freigeschaltet, oder? Neue alte Freunde? Muss ich gleich mal kurz gucken, ob ich das noch freischalten muss. Ah ne, da komme ich dann hin. Ich fahre jetzt aber sehr... sehr schräg drauf zu. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich auch nicht. Oh, okay. Da vorne sollte das sein. Ist doch nichts, was ich freischalten kann. Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen? Bin ich jetzt, stehe ich hier irgendwie auf dem Schlauch oder so? Ich kann hier auf jeden Fall nichts freischalten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr hier vielleicht wisst, was das jetzt genau soll. Was mache ich jetzt damit? Ich könnte da... Achso, ich kann da doch hoch, ne? Jetzt, wo ich hier so nah dran stehe, glaube ich tatsächlich, dass ich da hoch kann. Wobei das hier sehr kantig ist. Ich hoffe aber trotzdem, dass es geht. Okay, wir versuchen es einfach. Da oben ist das Ding. Ja. Nein, 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 nein! Du sollst bremsen! Alter! Ich bin hier voll auf die Bremse beim Runterfahren und der rutscht ja einfach weiter. Oh. Aber war ein cooler Stunt, oder? Also das müsste jetzt so gehen. War alles so gewollt. Alles so geplant. Oh, ja, 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 ja. Ich will nach Hause, Mama. Ich muss sowieso hier hochfahren, ne? Dann kann ich doch eigentlich direkt hier durchziehen. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Bist du denn deppert? Hallo?
Ich sag ja, Stunts. Ich habe das perfekt getimt alles. Also, das muss man irgendwie klippen. Also, das muss man wirklich klippen. Oh Gott, ich hoffe, ich denke da dran. Oh, fahr weiter. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Boah, wie der einfach wegdriftet. Klar, dass das hier blöd zu fahren ist, aber hier fährst du jetzt. Hier fährst du zu. Komm, du schaffst das. Ohne Baum. Du schaffst das. Ach, brandes Auto. Das sieht ziemlich cool aus. So. So. Scannen, starten. Achso, Moment. Ach, direkt daneben, okay. Ich meine, ich hasse ja diese Minispiele, aber wenigstens ist es hier einfach gemacht. Ne? Also bei den meisten ist es einfach gemacht. Erfolg, auch wenn der Turm ramponiert ist, ist der immer noch majestätisch und schön. Ja, finde ich auch. Finde ich tatsächlich auch. Kann ich mich hier bewegen? Und ja, es tut mir wirklich sehr leid. Ich muss noch mal kurz ein Bildchen machen. Wobei, das ist natürlich blöd. Müsste ich dann nur den Turm nehmen. Wenn man das so macht, sieht das auch so ein bisschen wie Spielzeug aus, ne? Aber wenn das so im Spiel ist, finde ich, sieht das ziemlich cool aus. Also es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, dass das so unterschiedlich wirkt manchmal, meine ich jetzt. Leute, nein, nicht darüber fahren, nicht darüber fahren. Gesehen. So aus dem Augenwinkel heraus habe ich zuerst gedacht, das wäre ein Ast, aber. Boah, das wird eng. Vor allem, wenn der ständig wegrutscht und ich dahin will. Wäre jetzt schon wieder so voll mit dem Hintern weggerutscht. So, Wetterstation. Zack. Wobei, das wäre jetzt auch ein cooles Motiv gewesen. Ja, wir haben nochmal Zusatzgeld bekommen. Erkenne mindestens einen unbekannten Punkt auf der Karte. Och Leute, dann sagt mir doch einfach, wo die Punkte sind, dann mache ich das auch. Nimm weniger als 100 Schaden, haben wir gemacht. Nimm weniger als 50 Schaden durch Reifenwechsel. Ich habe die Reifen nicht gewechselt, danke. Haben wir gemacht. Wir haben ein Portal nach Kukunino frei. Achso, einen Außenposten freigeschaltet. Eine Notreserve M freigeschaltet als Upgrade. Ein neues Lagerhausmodul. Und einen Hydrologen. Haben wir auch freigeschaltet. Sehr schön. So. Schaden haben wir diesmal tatsächlich gar keinen erlitten. Das ist richtig cool. Ich werde jetzt kurz nochmal hier ein Foto von machen. Und wir sehen uns dann gleich im Hauptquartier wieder. Ja, das war es dann auch für die heutige Folge. Die ist tatsächlich gar nicht so lang gewesen, wie ich gedacht hatte, weil ich dachte, es wird ein bisschen länger und ein bisschen dramatischer. Und das kann ich sogar sagen mit Unterbrechung von Amazon. Respekt, also dafür, dass es so schnell ging insgesamt. Und Respekt dafür, dass es so schnell geliefert wurde, das auch nebenbei bemerkt. Ich werde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich erstens nicht weiß, wie lange die nächste Folge wird. Und zweitens, ich sehe übrigens gerade, 101 Upgrades können wir hier bekommen. Ach du Schande. Ui. Wahrscheinlich mit jedem Auftrag ein Upgrade. Das wären 60, 100. Naja, nicht ganz mit jedem Auftrag ein Upgrade, aber fast. Also das ist schon heftig. Ja, weil ich zum einen nicht weiß, wie lange natürlich der nächste Auftrag jetzt wird und zum anderen, wie gesagt, möchte ich auch gerne das Ganze so ein bisschen gebündelt haben, dass ich pro Auftrag immer eine Folge mache und ja, man sich dann da gut drauf einstellen kann. Ich wollte eigentlich, aber das könnte ich jetzt nochmal kurz machen, Moment, Garage. Ich wollte eigentlich, nee, das ist der andere, Offroad. Bin ich jetzt doof? Das ist der Kleine. Ach, hier ist der Scout.
Mal eben kurz gucken, wegen der Federung. Tut sich da irgendwas? Ne, das ist nur die Stabilität dann, ne? Höherlegungsset wollen wir nicht. Was ist mit dem? Ein komplett überarbeitetes Federungspaket für unwegsames Gelände, das einen unvergleichlichen Federweg auf Kosten der Bodenfreiheit bietet. Ah. Ich weiß nicht. Getriebe. Ist ein bisschen mehr Kraftstoffverbrauch. Bietet höhere Offroad-Leistung und Antriebskraft auf Kosten. Ist natürlich gut, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Einzige, was jetzt mit der Federung zu tun hat, ist das, aber ich scheue mich jetzt gerade ein bisschen davor. Ausgeglichene Leistung, ja. Ich scheue mich gerade ein bisschen davor, den anders zu legen. Wobei der jetzt hier nicht viel. Ja, doch, da sieht er ein bisschen tiefer aus. Doch, doch, das stimmt schon. Da ist er höher gelegt. Und da ist er aber eigentlich auch höher. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wirklich da mit der Federung besser wird, dass das dann nicht so hoppelt. Ich glaube dann eher, das wird eventuell noch schlimmer dadurch. Ich lasse das jetzt erstmal so. Die anderen Sachen mache ich auch erst, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man, wenn ihr das wisst, wie man das wegkriegt, dass der so extrem federt, ob man das dann vielleicht ein bisschen einstellen kann oder so. Also ich weiß, dass man das einstellen kann bei Autos, aber mit dem, was mir jetzt hier vorliegt, bin ich mir da jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, dann machen wir jetzt wirklich erstmal den Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der nächsten Aufgabe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.